So, kleine Testdurchsage hier. Stellen wir uns das Mikrofon mal zurecht und gleich geht's los. Die Karte lädt. Ja, Omsi, was hast du uns heute zu bieten? Sind wir mal überrascht. Eins vorweg, wir gucken uns heute mal die neue Oberstedt-Karte an. Ja. Und lassen uns mal überraschen, was uns da so alles erwartet. Denn ich bin die bislang noch gar nicht gefahren, noch gar nicht so wirklich dazu gekommen und ja. Schauen wir mal, nicht? So, Amsi lädt immer noch fleißig vor sich hin. Es wird dunkel. So. Sollte gleich beginnen. So, Omsi ist soweit erstmal da. Gut. Suchen wir uns mal ein hübsches Gefährt aus, was wir hier geboten bekommen. Und erfreuen uns nebenher an dieser wunderbaren Spieluhr. Haben wir denn da feines Line City? Wir versuchen es einfach mal mit dem Facelift Citaro. So. Facelift Citaro. Hinter. Oberstedt. Hause in Default. Oh, gibt es ja auch eine IKEA-Linie.
Der Abend ist noch jung, also ja, wir haben Zeit für viele, 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 viele verschiedene Sachen. So, jetzt warten wir erstmal auf unseren Bus, der da auch gleich erscheinen sollte. Ja, das ist reale Leben spielt nicht immer so, wie man das gerne möchte. Auch da kann man mal in ziemlich dichten Verkehr geraten, wenn man es nun wirklich nicht unbedingt braucht. So. Den Tragen war bis vorhin gerade eben noch unterwegs und ja, hatte eigentlich vor, rechtzeitig zurück zu sein, aber wie das Leben so spielt, steht man dann doch. Hallo, was ist da? An der Ampel und ja. Gerät da in einen ungünstigen Verkehr hinein. Kommt jetzt noch unser Bus oder was wird das hier am See? Am See. So, ja, wir warten auf Amsi. Wir haben Ton. Wir haben Ton, aber kein Bus. Oh. Das ist interessant. Okay, klauen wir uns halt diesen Zeitgenossen hier. Fahren wir heute Solaris. Nur was hier gerade eben etwas ruckelig, ja? Bleib stehen. So, Fahrplan raus und was haben wir denn da Feines? Montag bis Freitag, Busbahnhof, Engeln, Fernbahnhof. Engeln. Kloster, das klingt interessant. Busbahnhof Oberstedt, Engeln. Fährt auch am aus? Nee. Kloster Hohne. Was bedeutet ZOB? Sankt Marien. Okay. Fahren wir mal die SP10 und gucken uns das mal an. Das klingt doch ziemlich interessant. Anfang Oberstedt Busbahnhof. Da müssen wir uns kurz hin verfrachten. Und da auch ein wunderhübscher O305. Auch den hätten wir fahren können. Aber egal. So, SP10, Busbahnhof, Kloster, genau. So, wieder 1 0 0 0 oder 1. Wunderbar. So. Omsi, ja, also eigentlich wäre es mein absolutes Lieblingsspiel, wenn es einigermaßen zuverlässig liefe. Sagen wir es mal so. Das Problem an OMSI ja, ist halt Zuverlässigkeit und dass doch sehr viele rumgeruckelt. Aber ansonsten so vom Thema und von der Art und Weise her, ja, verdient OMSI eigentlich schon so die Bezeichnung Lieblingsspiel. Muss man schon Hallo. sagen. Ja. Hallo. Hallo Hallo. Günni und Bitte. hallo Frau. Ja. Eine Kurzstrecke. Haben wir Euro? Okay. 20 Haben Sie Düsseldorf. vielleicht auch Scheine dafür? Hallo. Ja, für 50 Fänge haben wir Scheine Ich hätte gerne neuerdings, eine alles klar. Tageskarte.
Ach hey, 17,65 ist das ein Preis. 70, 1, 2, 3 und eine Tageskarte. Genau. Danke. Ich weiß gar nicht, wann wir hier überhaupt das letzte Mal die 5-Cent-Stücke gebraucht haben. Also lang her. So, schauen wir uns das mal an. Das stimmt auch. Ja. Machen wir uns noch die Pfeile an, denn ich weiß ja nicht so wirklich, wo es lang geht. Und dann können wir auch schon fast die Uhr etwas vorspulen, denn wir haben noch Zeit. Guten Tag. Einmal Hallo. Ja. So viel zum Thema Vorspulen. 50, das sind da, die sind richtig schön. So, nehmen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minuten. Das sollte lang, falls noch jemand eine Fahrkarte will. Oder auch nicht. 12 geht die Reise los. Wir haben es. Ja, eine Minute früher. Ja, Temperatur sollte soweit stimmen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Vermute ich jetzt einfach mal vor mich hin. So. Gucken wir nochmal auf die Uhr. Wir wollen ja schließlich pünktlich abfahren. Ja, wer einen ausreichend guten Rechner hat, bei dem ruckelt das auch nicht. Aber leider ist mein Rechner nicht allzu OMSI-tauglich. Ich schaffe GTA, ich schaffe alles mögliche andere in Höchsteinstellungen auf Full HD und ja. Auch Eurotruck und American Truck und all den ganzen Kram, aber bei OMSI setzt es aus. Selbst Minecraft mit Shader kann ich problemlos durchziehen, aber ja. Oh, es geht los. Und da will noch jemand mit. Das fällt euch aber auch zeitig ein. Rein mit euch los, Hallo. Wir haben keine Zeit. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. 50. Diesen da, diesen da, diesen da. Also mal kleiner ging's wohl, ja. Oder? Zahl passend. Aber mal sehen, vielleicht bringt dieses Jahr ja dann irgendwann auch mal einen OMSI-tauglicheren Rechner. Man weiß es nicht. Lassen wir uns ja überraschen. So. Jetzt müssen wir aufpassen, denn wir waren die Linie 10, nicht? Ja. SB10, wo müssen wir dann entlang? Links, okay. See, Kloster Hohne, ach ne, Kloster Hohne ist rechts, okay, ja. Hoffen wir mal, dass wir jetzt den richtigen Weg erwischt haben. Sonst wäre es dann etwas peinlich, aber ja. So, er ist drüber, da können wir auch. Gut, und ich bin jetzt immer noch, gerade eben noch, halt, bleib stehen. Eieiei. So durch den Wind, dass ich ganz vergessen habe zu gucken, ob ich überhaupt schon OBS umgeschalten habe. Entschuldigt bitte, ja. Das kommt davon, wenn man in allerhöchster Eile nach Hause kommt und genau weiß, dass man eigentlich Verspätung hat mit seinem Stream, aber ja. Lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ja, Frau. So, wo müssen wir? Alle Linien über. Hä? Sind wir jetzt falsch gefahren oder was war das genau? Ich hätte da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ich habe so das Gefühl, irgendwie fahren wir hier im Kreis, ja. Ja, weiß nicht.
Klosterhohne ist doch aber richtig. Busbahnhof Oberstedt Zettel. Ach so, Zettel. Nee. Ja. Ich sehe schon, das wird ja heute eine ziemliche Katastrophenfahrt werden. ja, wo komme ich denn jetzt wieder zurück? Kann ich hier irgendwo drehen? Nee, hier kommen wir so schnell nicht zurück. Ei. Ich glaube, es wäre fast besser, täten wir uns nochmal auf Anfang zurücksetzen. So, hoffentlich kommt jetzt gerade mal keiner. Dann drehen wir um und fahren da nochmal rein, obwohl wir da, glaube ich, eigentlich herkamen vorhin, aber ja. Los, Solaris, ich weiß, dass du es schaffst. Du kannst das, ja? Mach. Meine Güte, fehlt nicht. Mensch, das ist auch unser erster Tag hier. Das, ja. Da kann auch mal was schief gehen. Gratis Stadtrundfahrt. Hat man auch nicht jeden Tag. So, ZOB. Ach so, das war dann schon... Ach so. Okay. Das andere war der Busbahnhof, das ist jetzt ZOB, das heißt bloß anders, okay. Ja, das ist auch, das muss man erstmal wissen. So. Also wäre dann da, müssen wir dann da raus und dann müssen wir jetzt erstmal zum ZOB, okay. Eieieiei. So, ZOB, also wäre das dann die andere Ausfahrt da. Und dann fahren wir wahrscheinlich nochmal im Kreis, bevor wir dann in Richtung Kloster abbiegen, oder, ja. Lassen wir uns überraschen. So, das kommt uns jetzt bekannt vor, aber, ja. SB10, ah ne, hier wollen wir noch nicht, nein. Achso, und dann kommen wir da vorne wieder, ach, okay, ich verstehe. Kommen wir also da vorne wieder raus und dann fahren wir wieder in den Kreisverkehr und biegen dann schließlich doch noch ab. Okay, wir wissen es. So, und dieser Spaß hat uns schon 2 Minuten Verspätung gekostet, also ja. Auch das ist nicht so wirklich ideal, aber was will man machen? Haben wir grün? Oh, wir haben grün. Wie geil ist das denn? Na, lasst ihr mich rein oder nicht? Ja, lasst ihr. Sehr freundlich. Warum denn nicht immer so? Aber mir fällt gerade auf, die Häuser, die hier verbaut sind, kenne ich die irgendwo, ja. Denn es sieht schon alles sehr hübsch aus, also das muss man schon anerkennen. Auf jeden Fall nicht allzu viele Spandauhäuser bislang. SB10 hält ja nicht, gut zu wissen. Alle Linien rechts. So. Und auch ein schöner Fußweg, also mit den Texturen da, das sieht fast schon richtig nobel aus. Mit dem Radweg, wunderhübsch. Hoffe, hier sind wir diesmal richtig. Passage, okay, die waren zu uns. Da kann es schon mal nicht allzu falsch sein. Hallo, ihr lieben Tretetal. Hallo. Hallo. Hallo, einen normalen Fahrschein bitte. Ein normaler Fahrschein bitte. Da 50, 50 zurück. Danke. Und diesen da bitte. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Tageskarte hatten wir auch 65, okay. 1, 2, 3 und Danke. Diesen Tag, bitte. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke.
50. Danke. Einmal normal, hallo, bitte. Einmal normal. So. Größer hat sie dann wirklich nicht, ja? 1, 2, 3, 50 brauchen wir auch noch. Danke. Einmal normal, bitte. Ihr wollt mich ja echt verarschen, ne? Hab ich ja draußen irgendwie so ein Schild stehen hier, von wegen Wechselbüro oder was? Entschuldigung, da kriege ich aber noch ein bisschen was zurück. Ja. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber haben wir zu viel Kleingeld oder was? Hallo. Hast du zu viel Scheine oder was? Was wolltest du? Ein Fahrschein, okay. 50, danke. 2 und tschüss. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einmal normal. 1, 2, 3, 4 und danke. 50er. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Also sagt man, das nimmt ja heute gar kein Ende. Danke. Also das, was wir an Fahrkarten in Alheim nicht verkauft haben, das verkaufen wir heute in den ersten 5 Minuten 10-fach. Mindestens. Ja, wir kommen erst bedroht. Wie könnte es anders sein? Sehr geil. Ja. Gucken wir mal auf die Zeit und rollen hier nicht schon wieder drumher. 3 Minuten und 7 irgendwas. Also fast 4 Minuten, oh ja. Und das nach Haltestelle 1, 2, ja. Nicht so wirklich die allergrößte Glanzleistung, aber ja. Für die erste Fahrt. Das muss man sich stets in Erinnerung halten. So, fährt hier noch jemand? Nee. Der Herr Mercedes davon war bloß bei Dunkelgelb gefahren. Auf dem Eigen. Hallo? War hier irgendwo ein Fall, das wir hätten abbiegen müssen? Okay, kann man missinterpretieren. ja. Die reinste Anfängervorteile. Ich weiß, es sieht unschön aus, aber ja. Die nächste Fahrt wird besser. In Neustadt kenne ich mich dann doch etwas aus. Da bin ich oft genug gefahren. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte. So, mach dich weg. 1, 2, 3. Haben Sie vielleicht auch Scheine dafür? Einmal die Kurzstrecke. Kurzstrecke. 1, 2, 3, 4. Danke. Bitte. Guten Tag. Einmal normal, bitte. So, 50, 1, danke. 2, bitte. So. Aber der Ansagengong ist mir sehr sympathisch, denn es ist der gleiche wie der, den wir in Dresden haben. Zumindest in der Straßenbahn. Sag mal, was hast du denn heute am See? Ach so. Brauche ich mich nicht wundern, dass Amsi verrückt spielt, wenn der die ganze Zeit versucht, meinen Xbox-Controller zu benutzen. Der da die ganze Zeit mit dazwischen funkt. St. Marien, Brunnenstraße. Lalalala, wo ist man denn da? Da
Dafür, dass wir in der Hauptstraße sind, vor der Mercedes, aber gerade sehr zielstrebig über die Kreuzung. Gut, da hinten hätte man vielleicht noch irgendwie so einen Baum hinsetzen können in die Ecke. Wenn man da so drauf guckt, das sieht irgendwie so grau aus. Weiß nicht. Ansonsten, ja. Doch sehr hübsch, muss man sagen. Ja, beklagt euch. Warum auch nicht? Oh, eine schöne Kirche. Und ein Taxistand. Sollen wir da rein? Okay. Schauen wir uns das mal an, was es hier zu holen gibt. Ach, St. Marien, das ist die Kirche, okay. Hallo. 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 Eine Kurzstrecke, 1,50. Ach so, 1, 2, 3 und Schluss. Danke schön. Bitte lassen Sie schwerbehinderten Menschen Platz. Das Schild habe ich auch noch nirgendwo sonst gesehen. Ja, ich vermute jetzt einfach mal, wir sollen hier geradeaus herausfahren. Genau. So, und da geht's zum Kloster, okay. Kommt da was? Nein, kommt nichts. Und dann fahren wir mal weiter. S-Bahnhof Weiherweg. Übergang zur S-Bahn. Hallo. 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 Einmal normal. Guten Tag. Hallo, hässliche Stewardesse. Einmal normal willst du auch noch. Ach, hey. 50 schon. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, du auch noch. 50 schon da. Und weiter geht die Reise. Wir wollen los, es spawnt ein Kleintransporter an uns vorbei. Ja, warum auch nicht? Oh, ein DAF. Und da vorne, ja, noch ein DAF oder, ja. Also das Stück hier wiederum gefällt mir auch sehr gut. Auch mal was anderes. Kloster Hohne. Dieser Bus endet hier. Ach so, wir sind schon da. Das ging ja fix.
Nee, Mozartstraße betrifft uns nicht. Aber recht quengelig die Fahrgäste hier, also. Nicht so die feine Sache. SB10 geradeaus, okay. Mit rechts fahren, okay. Machen wir sowieso. Ja, ist vermerkt. Wir fahren dann den IKEA-Bus auf Neustadt. Oh, ist es jetzt der Überlandanteil oder? Und die Spurwechselparade geht wieder los und da vorne ist das blanke Chaos. Während die KI wild von links nach rechts zänzelt und wieder zurück und ja. Trauen wir uns vorbei oder nicht? Probieren wir es. Es kann ja nur besser werden. So. Kloster und Ausfahrt. Okay. Ja, bleibt stehen. Hier ist zwar bis Autobahn, aber hey. Sag mal, soll ich vielleicht aussteigen und dich noch ein bisschen anschieben? Ja, so per Hand, dass es etwas schneller geht bei dir. Lieferwagen. Meine Güte. Manchmal ist es echt nicht auszuhalten. Ah, kommt da was? Nö. Oh, eine Windmühle. Und Vogelzwitschern, ist das nicht himmlisch? Einfach herrlich. Das wäre auch mal eine Idee, eine Karte, die nur so aussieht, wie das hier jetzt aussieht. Nur überall grün und Natur und ja. Lauter kleine Dörfer. Und ja, ich kenne Tettau, aber ja. Eine Karte mit weniger Bergen. Wäre mir etwas genehmer, ja. Oh, auch die Windräder, die bewegen sich sogar. Auch das habe ich bislang so, glaube ich, auch noch nirgendwo anders gesehen. Bislang standen die eigentlich immer recht steif in der Botanik umher. 70, naja, das ist... Ich glaube, wenn ich hier mit 70 drüber fahren täte, wäre da hinten das blanke Chaos, also... Das täte man mir wohl so schnell nicht verzeihen. Oh, wir haben Hohne erreicht. Also sollte das Kloster nicht mehr allzu weit sein. Ist es das? Ja. Scheint so. Nun die große Frage, wo ist das Kloster?
Oh, 3 Minuten. Also wir haben Zeit reingeholt und jetzt gucken wir nochmal, ob wir denn ein Kloster entdecken. Oh, da ist es ja. Ja, auch ein sehr schönes Objekt, muss ich sagen. Gefällt mir. Sehr hübsch gemacht. Nun gut, ja, dann würde ich sagen, steigen wir dann mal um nach Neustadt und fahren dann mal nach dem Ikea. Erfüllen wir mal wieder einen Zuschauerwunsch. Warum auch nicht? So, ja. Tschüss, weg. Nun wollen wir mal hoffen, dass Amsi uns dieses Mal ohne Neustart die neue Karte laden lässt. So, wo haben wir es denn? Neustadt, Neustadt, Neustadt. So, Behringer Straße ist dann die Stadthaltestelle für uns. Auf unserer langen, beschwerlichen Reise zum Ikea. Wo es immer genug Möbel, aber selten genug Schrauben gibt. So, Amsi, was soll das denn werden? Ein Bild bei Nacht oder, ja. Schauen wir mal gespannt drauf, was Amsi hier herauszaubert. Oh, sieh an, es hat funktioniert. So, brauchen wir nur noch einen Bus. Behringer Straße, okay. Ein Bus, mit was fahren wir denn? Facelift Citaro hatten wir jetzt eigentlich schon genug und der lädt auch immer so ewig lang. Mit was fahren wir denn da? Fahren wir auf? Ich habe heute mal Lust auf den O405. Wollte ich die ganze Zeit schon mal ausprobieren mit dem neuen Soundpaket von Morphe. Mal gucken, ja. Was das so alles beinhaltet. So, Neustadt. Neustadt. So, wo haben wir es denn? Mühlbach, Neuendorf. Da. Behringer Straße. Ach ja, so. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Es hat funktioniert, juhu. Ja. Jetzt müssen wir uns noch die andere Kasse besorgen. Tachkraft, Ticket, Maschine, ja, Rest. Sollte an und für sich in Ordnung sein, ja. Kann man mitleben. Klappen wir den Spaß mal wieder zu.
schmeißen die Kiste mal an. So, Linie 3 hatten wir gesagt. Montag bis Freitag, Linie 3. Ne, Umlauf, ach du Scheiße. Wen haben wir denn da? Beringer Straße. Oh, das passt ja. 10.03 Uhr, da möchten wir uns dann auch langsam schon beeilen. Route 1. Okay, hat er begriffen. Linie 3, Route 1. So. Okay. Dann mal den Motor anschmeißen. Nein, jetzt hat er das wieder. Ja. 00300. Das finde ich ja nun wieder etwas nervig an dem Bus, dass es jedes Mal alles rausschmeißt, sobald man aus Versehen den Motor ausmacht. Das müsste so auch nicht sein, aber okay. Rollen wir mal unserem Startpunkt entgegen. Und hoffen, dass wir heil rauskommen. Fährt hier? Ne, ihr parkt alle. So. Oh, und da freut sich auch schon die Kundschaft. Hallo. Hallo, was, hat ihr gerade eben das Stream ausgesetzt oder spinnt hier nur mein Chatprogramm? Ich hoffe mal, dass es noch funktioniert. Ja. So, 10.03 Uhr, dann geht's auch schon los. Sag mal, was ist mit dir schon wieder verkehrt hier? 3 Meter Platz mindestens und du fährst nicht vorbei. Nächste Haltestelle, Nürnberger Straße. Also zumindest das ZF-Getriebe hört man schon mal etwas, wie es scheint. Hallo, junge Frau. Hallo. Was darf sein? Nichts. Dann halt eben nicht. Ah, es funktioniert doch. Okay. Nächste Haltestelle. Glückstädter Weg. Keine Ahnung, was das jetzt ist, ob jetzt wirklich Twitch schon wieder rumspinnt, wie letzten Donnerstag. Oder ob das einfach bloß mir so vorkommt. Mal gucken. So.
Oh, zwei Kinder. Hallo. Morgen. Na, das klang jetzt aber nicht allzu begeistert. Hast du heute deine Mathearbeit verhauen oder was? Das war so dieses typische, lass mich ja in Ruhe morgen. Hab's genau gehört. Nächste Haltestelle, Warnemünder Weg. Warnemünder Weg mit der Baustelle. Ah, wie schön die Bremsen quietschen. Ist es nicht herrlich? Also auf jeden Fall klingt der Bus mit der Morphy-Erweiterung schon mal etwas besser. Da muss ich selber dann gleich erstmal gucken. Oh, habt ihr das gesehen? Die Sau fährt bei Rot. Und ich auch mal Bus, hätte dann das Problem. So, schauen wir mal. Hatte ich nicht gerade einen Fahrplan gesehen? Fahrplan, Hilfe. Da. IKEA 19. Also, machen wir dabei schon mal die Tür auf. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke. Haben wir noch etwas um die 10 Minuten, denke ich mal. Eine Kurzstrecke fürs Kind, da haben wir sie. 1,40. Okay. Demo. Okay. 50 und 60. Ups. 5, 2. Dankeschön. 3, genau. Sag mal, hast du nie gesehen, dass der Bus blinkt und losfährt? Meine Güte. Aber so einen armen, unschuldigen Bus kann man ja mal übersehen. So. Nächste Haltestelle, Berliner Markt. Wie gesagt, also so um die 10 Minuten werden wir wohl noch unterwegs sein. Ja. Dann haben wir es zum IKEA geschafft. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, genau. So, 20 und diesen da bitte. Oh, das Kind hat also am unsichtbaren Entwerter entwertet. Auch nicht schlecht. Habe ich mich nicht verguckt. Hallo, ja. Schweigen ist Gold nicht. Kommt was? Nein. Ein Glück. Hi, Christian. Ja, die hatten wir vorhin schon. Und es wurde sich jetzt an Neustadt gewünscht, die IKEA-Linie.
Aber wir können dann später wieder zurückwechseln. Oder was mir an der Stelle einfällt, für die nächsten Streams vor allem, dass wir vielleicht eine kleine Abstimmung mit in den Kanal stellen, ja. Wo wir dann schon mal im Vorneraus, im Vornherein abklären. Hallo. Einmal normal. Hallo. Auf welcher Karte und mit was für Gefährten wir uns da umherschlagen. So. Das täte die Sache wahrscheinlich auch noch etwas vereinfachen. Nächste Haltestelle, Bahnhof Neustadt, Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie zu weiteren Buslinien. 801 können wir uns da auch angucken, ja. Wie gesagt, also, ja. Ihr müsst euch da untereinander erstmal klar werden, wer da was am liebsten sehen will, mir persönlich, ich fahre so ziemlich alles, was da gewünscht wird. Aber wir können natürlich auch hier noch Linie 801 fahren. Ja. Warum auch nicht? Das spart uns einen Kartenladen und einen potenziellen Omsia-Absturz. So, grüner Pfeil ist geil und wir fahren mal weiter. Zumal, wenn er da eh noch an der Ampel steht. Hallo, so. So, Bahnhof Neustadt Richtung. Müssen wir hier lang oder ans? Ne, ich vermute mal, so wie die da umherlaufen, wahrscheinlich das nächste nicht. Jawohl. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. 20, diesen da. Einen Einzelfahrschein, bitte. Einzelfahrt für... Ich glaube, das war zu viel Rückgeld. Danke. Einen normalen Fahrschein, bitte. Sag mal, wie hoch stehst denn du heute? Beziehungsweise, wie klein bin ich? So. Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, nörgel nicht. Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler, auch das haben wir im Angebot. Für einen Zehner ist klar. 50, 20, diesen da, diesen da. Nicht, dass man es einmal passend dabei haben könnte. Nein, warum auch? So, hallo, was war das jetzt wieder? Ich hoffe mal, hier sind wir noch richtig, denn ich habe jetzt gerade den Chat geschielt. So. Aber wir können dann ja auch nochmal nach Zitaro tauschen. Ja. So, Ikea, okay, hörst du mir richtig. Hallo Jonathan. Wie kann ich dir helfen?
Aufpassen, dass wir ja nicht große sehr lang rasen. Auch wenn die Strecke etwas dazu verleitet. Oder? Oh, eine Gießlinde. Die hatten wir heute noch gar nicht. Hallo, Kerl. Hallo, Gießlinde. Eine Kurzstrecke. Ja. Da haben wir sie. 1,90. Da heißt diesen da und noch 8. Genau. Vorsicht, da hinten, Bus fährt los und wir fahren weiter nach rechts, links, über das links nicht. Ja. Nächste Haltestelle, Alfred-Lappan-Platz. Also, hast du dir schon Karten und Busse runtergeladen aus dem AMSI-Forum? Das wäre vielleicht die erste Frage. Ja, das, was du an Karten und Bussen runtergeladen bekommst, das hat meistens schon eine Ordnerstruktur, also ausgehend von dem AMSI-2-Hauptverzeichnis. Und da muss man das einfach einsortieren. Also die Karten dann richtig in den Map-Ordner hinzufügen und die Szenerieobjekte da zu den Szenerieobjekten, die Splines zu den Splines, die Fonts zu den Fonts und all den ganzen Kram. Also ja, Winscrew oder wen hätten wir noch? Der IA, ja, also ja. Der macht das auch. Ich schreibe es mal kurz in den Chat, warte mal. IA, ja. So. Von ihm gibt es auch da, glaube ich, auch zum Karten einfügen und sowas ein Tutorial. Ja, erklärt das auch verhältnismäßig vernünftig, also ja. Wäre jetzt das, was mir spontan einfiel dazu. Ansonsten, es lässt sich recht schwierig erklären, wenn man da mitten am Fahren ist. So. Ansonsten, ja, einfach mal bei diesem IA ja, gucken auf dem YouTube-Kanal. Er hat da, ja. Fürs Einfügen, für die OMSI-Einstellung und all so einen ganzen Gedöns. So ziemlich alles im Programm. Gut. Können wir weiter, ja. Nächste Haltestelle auf dem Sulzbrand. Edbruck haben wir auch, ja. Aber ich muss gestehen, die habe ich glaube auch noch nie gefahren. Irgendwie ja, habe ich das immer wieder vergessen. Hilfe, 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 Hilfe. Hätte ich ja abbiegen müssen. Moment, ich muss mal kurz. Können wir zurück? Ampel macht rot. Ich muss ja kurz etwas zurück. Jetzt habe ich mich selber gepennt. Hey. Fuh, fuh, fuh.
Wir holpern hier mal zwischen Schild und Ampel hindurch. Ja, Winra solltest du drauf haben, oder zumindest dieses 7-Zip. Eins von beiden. Hallo, ich hätte gerne eine Tageskarte. Weil alles da in diesen gepackten Formaten kommt. 50 und 20, genau. Tageskarte Mitte. Ich warte noch auf den Fahrschein. Ja, jetzt meckert doch nicht, meine Güte. Ich muss mich hier mit 100.000 Leuten gleichzeitig unterhalten, das ist schwierig. Ja. Okay. Nächste Haltestelle. Ja, was denn nun? Linie 800 Dingsbums hier oder Edbruck oder entscheidet euch bitte. Machen wir mal eine kurze Umfrage im Chat. Ja. Wer für Edbruck ist, schreit bitte laut Edbruck. Wer für noch eine Runde Neustadt ist, schreit Neustadt und ja. Die Mehrheit entscheidet. Oder ihr habt alle noch so viel Geduld, dass wir dann alles nacheinander abfahren können. Denn der Abend ist ja noch jung. So, Hintertür auf. Ja. Wieso geht die Hintertür nicht auf? Nervig. Halsgestieg. Und auch da wollte wieder jemand raus. Jetzt müssen wir wieder gucken, ob die Tür von alleine aufgeht. Ah, okay. Diesmal hat es funktioniert. Und da vorne, das sieht schon fast nach IKEA aus. So. Das wäre auch so eine typische Kreuzung für einen grünen Pfeil. Also, ja. Das wäre die absolute Wohltat. Dann glaube ich ja. Die Endhaltestelle. Wir haben es zum IKEA geschafft. Welch ein Wunder. So, das sogar mit fünf Minuten Verspätung. Wieso das?
sowas. Gut, so, jetzt muss ich nochmal kurz im Chat zurückdrehen, um da die 800er Linie wieder zu finden, weil ich das schon längst vergessen habe, welche das war. Moment. So. Sag mal, wo war denn das? Nanu. Habe ich mir das vorhin eingebildet oder überlese ich das jetzt gerade eben bloß? So, egal. Wir gucken dann erstmal nach Linie 800. Was war es? 811? 810, 811. nur 2 hätten wir im Angebot. Was hätten wir noch? Oder hast du 802 gemeint? Ja. Ja. Was war das? Langenhain an der alten Mauer. Ich vermute einfach mal Linie. Nee. 811, das ist ja noch so 16 Minuten. Ah, 802 hätte ich gern. Wo ist denn die? Gut, die ist auch nicht länger. Freilichtmuseum im Erdbach, Einkaufszentrum, okay. Dann kaufen wir uns mal ein Citaro und gucken mal, ob wir den überhaupt geladen kriegen, so schnell. Huhu, wo waren wir ihn denn? Citaro Ecolife. So, mal gucken. NVB haben wir sogar ein Repaint dazu. Und dann geht's wieder auf den Neustadt. 802. Oh, OMSI will be closed. Fatal Error. Juhu. Dann heißt das kurze Pause und ja, wir sehen uns dann in einer Minute wieder, sobald hier OMSI neu geladen hat. 801 mit Facelift. Okay. Ist vermerkt. So, dann warten wir mal auf OMSI. Ach ja. Mich hatte schon gewundert, dass wir Neustadt laden konnten und den neuen Bus und alles. Also, das lief schon deutlich besser als das letzte Mal. Wenn man zurückdenkt, ja, 3, 4, 5, 6, 7 Mal, was es uns da insgesamt rausgeschmissen hat, da liegen wir gerade eben noch ganz gut im Plan. So. Ja, wir fahren das dann mit dem Facelift. OMSI, zeig dich. Ja, der absolute Facelift-Wahn. Aber das war, glaube ich, beim anderen Citaro oder auch als die Solaris kam genauso. Alles musste dann mit dem Citaro oder Solaris gefahren werden. Das weiß ich auch noch. Es gab immer wieder so eine Wellen.
Ah. Aber was macht man nicht alles? Gut, so, wir waren in Neustadt 802. Neustadt. Karte ohne Bus. So, den hatten wir auch. Achthunderteins, ja, okay. Also irgendwie, ja, ich hab's nicht so mit Zahlen. Okay, er lädt. Also es kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Derweil gucken wir mal auf die Uhr, wie weit wir es heute überhaupt schon geschafft haben. Oh, die erste Stunde ist sogar schon rum. Hätte ich gar nicht gedacht, das kam irgendwie kürzer vor. So, Zitaro, wo haben wir dich denn? Zitaro Facelift. Da haben wir ihn. So. Ja. Neustadt. Einmal Zitaro am Langhain, bitte. So, am See. Zeig, was du kannst. So. Ja, er meinte ja den Jonathan, aber der ist gerade auch schon wieder weg. Zumindest sehe ich ihn nicht mehr im Chat. So, schmeiß an die Kiste. 801. So, bevor ich es wieder vergesse, stellen wir das aber lieber gleich ein. 801. Ne, hier sind wir. Dahin, okay. Dann suchen wir uns mal einen Fahrplan. 801. Fährt hier jemand lang? Nee. Das ist, warum ich diese Umlaufpläne nicht so wirklich mag. Du hast nie den Überblick. Was denn hier nun eigentlich wohin fährt und wann und... Uhr 15, na, dann nehmen wir den. Müssen wir nur die Uhr etwas ganz dezent 3 Stunden vorstellen. So, das Pausenbild sollte eigentlich schon wieder weg sein, ja. So, um sie, lass uns nicht im Stich, okay. Gut, die Zeit stimmt, 1 Minute haben wir noch und, ja. Sehen wir wieder nicht, ob da jemand von links kommt. Offensichtlich nicht. Dann die Dinger wieder anmachen. Gut.
Hammer. Und die Dame in Braun wartet auch schon auf uns. Sind wir nicht ganz allein? Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Was hast du da? 20 Klicks. Dankeschön. So, wir haben, was haben wir denn noch? Eine knappe Minute. Man könnte sich auch eigentlich mal dran machen, da diese polnischen Aufkleber wegzumachen, fällt mir gerade ein. Muss ich morgen mal im Forum bzw. im Handbuch noch lesen, wie genau das funktioniert, denn irgendwie, ja. Nichts gegen die Nachbarn, aber man muss es nicht allzu zwingend haben. Halt er jetzt alleine weiter oder muss ich? Okay. Nächste Haltestelle: Lanhain Schule. Langheim Schule, ja. Und wie es aussieht, steht auch schon ein Kind, oder? Nee. Du bist ein großes Kind. Zu großes Kind. Und willst auch nicht zu uns, auch gut. Ja, ich habe ja den Kassen- und Wechseltisch mit drin von Busfahrer 1979, der das da aber auch wieder aus dem Forum rausgeschmissen hatte. Nach einigem Kindergarten, der da wohl schon wieder lief, also ja. Nächste Haltestelle: Baumschule Federsen. Aber das kennt man ja aus dem OMSI-Forum zur Genüge, dass da schönen immer wieder. Tag. Hallo, Gieslinde. Dass da immer wieder so einige Sachen ausgetragen werden, die ja, nicht wirklich sein müssten. Zumal, wenn sich halt wirklich auch Leute hinsetzen und sich den Aufwand machen, da so einen Mod in die Welt zu setzen und ja. Man kann da durchaus schon etwas mehr Respekt haben, sagen wir es mal so. Sag mal, wieso kommen wir ja nicht vom Fleck da? Ansonsten, ja, wie gesagt, die mitgelieferte Kasse der Drucker, ja. Nächste Haltestelle. Man kann nur dürftig damit umgehen, das stimmt durchaus, aber ich sag mal, diese Geldkassette dabei, die war mir etwas zu lästig. Hornhagen? Müssen wir da lang? Ich habe gar nicht gelesen. Nee. Nein, das ist der Citaro L, also der Facelift L. Citaro-Fan, habe ich glaube was gelesen. Da muss ich mal im Forum gucken. So, wir müssen geradeaus, oder? Ja. Und wir gucken mal etwas aus dem Gang und stellen fest, wir sehen nicht wirklich viel. Gehen wir lieber wieder vor. Was fällt der Scheiße? Hoppla.
glaube, er hat es als L gelesen. Aber ja, wie gesagt, es ist der Facelift Citaro L mit 3 Türen und 2 Lenkachsen. Irgendwo im Forum gab es ja auch einen Mod für den Citaro mit der Mindsound-Kasse, mit der iBox. Wollte ich mir eigentlich auch noch einbauen, aber irgendwie habe ich das die Tage dann nicht mehr gefunden gehabt. Ja, nur wie so flackern eben die Schilder. Marlon, du brauchst nur ins normale Omsee-Forum zu gucken. Da ist das alles ganz weit oben drin bei neue Busse. Du brauchst nur gucken von Helvete, der das gebaut hat. Der hat das da auch ins Forum gestellt. Richtung Nord, Richtung Grevenfeld, 8-1, geradeaus. Nur nicht mehr geradeaus. Also neben der Straße scheint es doch einige Zentimeter in die Tiefe zu gehen. Ui. Unangenehm. Richtung Langhain, ne, da kommen wir her. Ja, nur der Facelift nicht mehr im normalen Amsi-Forum. Wenn du den Link zu der iBox hast, kannst du mir das gerne hier in Papier einschicken, ja. Das wäre lieb. Und eine rote Ampel. Wie habe ich das vermisst? Okay, und wir haben sogar noch fast 3 Minuten Verfrühung, also... Dann müssen wir uns jetzt dann doch etwas Zeit lassen bei der Haltestelle. Hallo. Hallo.
Mensch, jetzt haben wir mal Zeit und er kauft trotzdem keine Fahrkarte. Wieso eigentlich nicht? Na nur, ist da ein Loch im Dach. Dort hängt da noch der Baum rein. Oh! Ich glaube, wir haben einen Bug entdeckt. Oder wir haben ja umgestellt auf Sommerbetrieb. Das kann natürlich auch schön sein. Das ist ja die neue umweltschonende Klimaanlage. Ja. Okay. Also ich glaube, das sollte so nicht sein, aber... Eieieiei. So. Kommt da jemand? Nee. Bis 1,5 warten wir noch. Das wäre sonst zu unhöflich. Nicht, dass da noch irgendjemand angerannt kommt und eigentlich pünktlich gewesen wäre, aber wir fahren trotzdem schön los. Na, will er noch zu uns? Nee. Na gut, dann eben nicht. Ja, ist klar, ich rolle an und es kommt der Mercedes. Wie könnte es auch anders sein? Irgendwie immer dasselbe. Ding dong. Nächste Haltestelle, Genziger Chaussee. Und noch eine rote Ampel. Ei. Ja, machen wir es sofort an der nächsten Haltestelle, oder? Aber hier vorne nicht, ja. Zeit haben wir ohnehin noch genug und ja. Hallo. Hallo Kenny. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Fast 20. Dankeschön. Bitte. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. So, dann kriegst du 10 zurück und 1, 2, 3. Ich glaube, da haben sie zu viel rausgegeben. Ich glaube, da haben sie Dankeschön. Vorhin hatten wir noch Euro. So, gucken wir uns das feine Teil mal von hinten an. Was eigentlich der schönste Teil am Citaro Facelift ist, einfach so diese wunderbaren Mercedes-Heckleuchten. Und, ja. Ansonsten im Vergleich zum alten, in Anführungsstrichen alten Citaro, halt die etwas andere Seitenlinie. Und natürlich das markante, sehr, sehr hübsch anzusehende Frontstück des Busses. Mit dieser wunderbaren, niedlichen Einkerbung da, mit dem Mercedes-Stern drin. Und den freundlich guckenden Blinkern, also, ja. Facelift Citaro ist schon was Feines, muss man sagen. Ich mag ihn soweit schon ganz gerne. So. Oh, wir möchten uns ranhalten, dass wir nicht gar so viel Zeit liegen lassen. Jetzt mal auf die andere Spur zwängen. Denn wir müssen ja da lang. So. Genau. Nächste Haltestelle. Petersweg. Der Petersweg. Toll, jetzt mit dem LKW sehen wir wieder nicht, wo die Haltestelle ist. Sofern sie schon da ist, ach, wir müssen. Ach du Scheiße. Okay, wir biegen ab. Das ist insofern dann auch egal, wo die Haltestelle ist. Nein, Jott, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Wir werden sich schon sehen. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ja, König, lass. Einfach Kusche halten. Kusche halten, ruhig sein.
Und die Welt ist vorsichtiger fahren. Was denn nun schon wieder, meine Güte? Man wird da wohl noch Gas geben dürfen. Aber irgendwie scheint mir so, dass der Citaro allgemein immer noch so ein Beschleunigungsproblem hat. Und das nicht nur, weil alles voller Schnee und Eis ist, wie wir das in Lemmtal erlebt haben. Eigentlich, es gäbe mehrere Varianten der Felgen. Also neben diesen Metallfelgen da auch noch ja, Plastikkappen. Aber ja. Können Sie mir dann auch nochmal ein paar? Welches davon jetzt die normalen waren, weiß ich jetzt nicht auswendig. Da müsste ich selber in die Entschuldigen Sie? Ja, Kind ist in Ordnung. Ach, Kind, Kind, Kind. Entschuldigen Sie. So, Kurzstreckefahrschein ermäßigt. Danke. Bitte. Raus und blicken wieder rein und fahren doch noch los. Nächste Haltestelle: Bahnhof Neustadt. Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie zu weiteren Buslinien. Genau. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Haben wir davon eine Ampel? Nee. Da ist also Vorsicht angesagt. Kommt jemand? Da sowieso nicht. Gucken wir doch noch mal. Nee. So, hier ist eine Bahn. Und die Kollegen schleichen gnadenlos vor uns her. Ja, jetzt wird noch rot. Ich glaube, das ist die erste Haltestelle, ja. Und da sind wir. Auf und weg mit euch. So. Und nochmal von außen das gute Stück. So, was fahren wir denn jetzt weiter? Dann Ettelbruck war noch angesagt, ja. Ettelbruck, okay, dann laden wir dann mal Ettelbruck und erfüllen den nächsten Wunsch und ja, hoffen mal, dass Amsi uns das durchgehen lässt. Auch ohne Zwischenpause.
Ansonsten heißt es dann wieder, ja, Geduld bewahren. Wo haben wir es denn? Genau da. Eckburg am Tage, das Datum hat, nehmen wir das. Dann sind wir mal gespannt. Nehmen wir das. Dann gucken wir mal, wo es uns ausspuckt. Oh. Wie gesagt, also wenn du es mir per PN schicken kannst, ja, fände ich das sehr, sehr gut. So. Was haben wir denn da Feines? Okay, also das sieht schon mal recht hübsch aus, das muss man doch sagen, ja. Hat was. So, welche Linie fahren wir denn da? Und was für ein Bus? A, B, C, Hallo? Welchen Bus suchen wir uns denn mal dazu raus? Würde ich sagen, wir nehmen uns mal den Mercedes MB. O400 oder O300, naja, wir fahren O407, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Das gönnen wir uns heute einfach mal und hoffen, dass Edbruck 89, das sollte hinkommen, ja. Fuhuhu. Genau da. Haben wir für Edbruck einen Repent? Nee. So, nehmen wir uns mal den O407. Den Setra, da muss ich ehrlich sagen, muss ich erstmal gucken, ob der überhaupt Hofdateien dazu hat, weil ich den bloß in Krundorf gefahren bin. Bislang zumindest, also ja. So. Aber auch hier gibt es ja, wie ich sehe, mehrere Linien. Also wir können uns dann ja, für die zweite Linie dann aufheben noch. So, schmeißen wir den Spaß mal an. Edbruck, Bahnhof. So, Edbruck Bahnhof 1a. Nach Treldorf. Na, das passt doch. 41, 23.
41,23. Fahrt 1. Nein. Hallo? 41,23 oder gibt es ja wieder keine Linie? Also. So. Fahrt. Okay. Dann, ja, mal ohne dem. Linie 0 und tschüss. So. Machen wir es auf die klassische Art. So. 41,23 und nach Strehldorf. Strehldorf, 41,23, genau da. So. Cetaro Ö, okay. Also wir merken uns Cetra und Cetaro Ö, okay. Sollte ich es vergessen, ja, werdet ihr euch wahrscheinlich sowieso noch beschweren. So, mal gucken. 24, ach, wir haben ja Zeit. Wo müssen wir hin? Ach, wir sind es. Ach so, wir sind sogar schon richtig. Na, dann steig mal ein, lieber Freund. Haben wir noch 20 Minuten Zeit, gehen wir auf 23. Oh, eine Gislinde wartet. Ob sie wohl zu uns will? Um sie lädt. Auch das ist immer so eine recht interessante Sache. Tät man jetzt nicht im Stehen die Zeit vorspulen, sondern irgendwie langsam vor sich hinrollen, tät um sich sofort die Zeit umstellen. Aber so lädt es sich erstmal einen Wolf. Nein, hallo. Eine hässliche Stewardess. Ich wollte die Gislinde. So ein Dreck. Egal. Fahren wir dann mal los und sind mal gespannt, da ich die Karte, wie gesagt, noch nie gefahren bin. Also die besten Voraussetzungen, dass es ein Sturm der Begeisterung ausartet, ja. Soll ich jetzt da links hoch, oder? Ah, okay, links hoch. Doch. Also sind die orangen Pfeile mal wieder ja, mit Vorsicht zu genießen. Kundschaft. Aber irgendwie, ja, ich glaube, die wollen doch nicht zu uns, oder? Nein. Dann eben nicht. Aber man kann
auch hier schon sagen, die Karte ist bislang, was man so gesehen hat, schon mal sehr hübsch gebaut. Also. Auch da gibt es keinen Grund zu meckern. Warum sind die Verhältnisse außerordentlich dunkler Tunnel? Auch das sieht man nicht jeden Tag. Das ist der O407 von Perontinus. Gibt's auch im OMSI-Forum. Ich hätte auch hier mal wieder das Stream-Thema umstellen können, aber irgendwie fällt mir das dann immer schon ein, wenn ich schon wieder mitten auf Tour bin. Hallo. Guten Tag. Eine Tageskarte, bitte. Eine Tageskarte. 24 Stunden. Kriegst ein. Ich glaube, da haben sie zu viel rein. Schön. Kriegst eins zurück. So eine Strecke könnte man eigentlich den ganzen Tag lang fahren.
jetzt wäre ich mit raus. Überburg, okay. Dann gucken wir uns mal die Burg an. Das ist eng. Hilfe. Ja, Auto. Ei. Also ein Glück, dass wir hier keinen Gelenkbus haben. Das wäre tödlich. Absolut tödlich. So. Ja, das war früher mal so ein Kindertraum. Das Busfahrer, Bus oder Straßenbahn fahren, ja. Aber wie das im Leben so ist, ja. Es kommt dann doch meistens anders, als man sich das vorgenommen hatte. Zumal, wenn man sich so zu Gemüte führt, was heutzutage so alles passiert, ja. Dann sind die Busfahrer insbesondere nicht mehr allzu gut bedient da in ihrem kleinen Kabuff da vorne drin und passiert einfach zu viel heutzutage, also um da wirklich gutes Gefühl dabei zu haben. Ist schade, aber ja. Ja, ich kann dir dann sonst auch auf Steam schreiben, so auf die. So. Wäre nur schön, wenn die KI hier auch ihr Licht anschalten könnte, anstatt einfach so hervorzuspringen aus der Dunkelheit. Awesome.
kleinste Urwald hätten, aber es ist schon irgendwie ziemlich geil. Gefällt mir. Steht da jemand an der Haltestelle, oder? Ich glaube, da steht jemand, oder? Nee. Doch. Hab ich's doch gesehen, wie sie sich bewegt hat. So, ich glaube, mein Chat spinnt gerade schon wieder rum hier. Oder? Hallo. Ja, okay, ist bloß der Chat. Rohrau könnte man auch fahren. Ich weiß nicht, wie spät es jetzt gerade ist. Ich muss mal machen. Eine Runde fahren wir dann noch. Also entweder mit dem Setra hier auf Eppbruck nochmal, dann die andere Linie. Oder ja. Oder mit dem Zitaro. Eines von beiden. Aber ich möchte heute nicht allzu ewig machen, denn ich muss ehrlich gestehen, ich bin etwas müde heute. Ich hatte einen langen, aufregenden Tag und ja, bin heute schon recht früh aufgestanden, beziehungsweise musste früh wach werden. Und, ja. Und ich habe für morgen auch dann schon eine Kleinigkeit vor, aber dazu dann später, beziehungsweise morgen mehr. Denn wie das Leben so spielt, ja. Gibt es daneben Twitch auch noch andere Möglichkeiten und ich hatte eigentlich vor, dann langsam mich an die ersten ja, Aufnahmen für YouTube zu wagen. Mal sehen, ob ich das so einigermaßen anständig hinbekomme, ohne irgendwelche größeren Fehler und Debatte. Beziehungsweise wie sich das Ganze dann überhaupt verhält. Denn auch da gilt es dann, ja. Noch die passenden Aufnahmeeinstellungen rauszufinden. Und ja, wie gesagt, da möchte ich schon etwas beieinander sein. Ansonsten, ja, nächste Woche Dienstag ist ja dann auch wieder Streamzeit hier und nächsten Donnerstag sowieso und bis dahin werde ich mir auch nochmal eine Sache und eine Möglichkeit einfallen lassen, wie wir eine Abstimmung einführen können, auch schon vor dem Stream, dass ich in etwa weiß, womit wir anfangen. Der hat nicht nur 20 Kilometer, sollte eigentlich nicht haben. Aber es ist ein Handschaltungsbus, also du könntest in den zweiten oder dritten Gang schalten. Ich glaube, da fährt er auch schneller. Oh, mir fällt gerade auf, hier kam aber schon lange keine Haltestelle mehr, nicht? Aber das sieht auch sehr hübsch aus hier, gerade rechts und links, also diese Ackerflächen, ja. Also so die Länge zwischen den Haltestellen, das ist ja fast noch mehr als ein Tetau. So vom Gefühl, wenn ich mir das gerade so angucke. So, raus will jemand, aber will jemand einsteigen? Ich glaube eher, ja.
Tritt ein und kauf eine Fahrkarte. Bitte, 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 bitte. Mensch. Kannst du nicht einmal machen, was ich mir wünsche. So, gucken wir mal auf die Uhr. Bei der Gelegenheit, Blütenlagen Hauptstraße. Was sagt unser Fahrplan? 4041. Oh, das passt ja. Sind wir noch richtig gut unterwegs heute. Fahr lieber. Ja, Mercedes ist klar. Du fährst mit Vollgas vorbei an uns. 10 cm am Bus vorbeigeschrammt. Lässt man extra diesen dämlichen Golf vorbei und dann kommt der Mercedes trotzdem. Also ich glaube, die Karte täte ich auch gerne mal bei Nacht vor. Sehr kommentiert auch interessant aus. Einmal Licht. Einige aussteigen zu wollen. Ein ziemliches Getrampel. Ui, müssen wir steil. Ach hey, schon wieder die orangen Pfeile. Edbruck. Ja. Der Bus wird ziemlich leer jetzt. Nicht mal ein Hallo, Menschenskinder. Einmal kurz Hallo sagen und der Tag wäre gerettet, aber nein. Chat ist es auf einmal so still geworden. Und wir haben ja gerade etwas ein Leistungsproblem am Berg. Mit einer knackigen 30 geht's ja aufwärts. Mit Vollgas.
Man traut sich gar nicht hochzuschalten. Oh, Leo dreht neben mir. Das freut mich doch. Wenigstens einer. Ich schätze mal um die 5 Minuten, wenn ich den Fahrplan von hier hinten richtig erkannt habe. Ja. Geben wir noch mal Gas, wo es so schön geradeaus geht. Na gut, aber das ist dann wirklich die letzte Runde für heute. Also, ja. Ziehen wir dann nochmal die Rohrau 180 durch und zum Finale heute. Also, ja. Dass es nicht allzu spät wird mehr. Und ansonsten lassen wir uns mal überraschen, wenn es dann morgen großer aufnehmen geht, was denn da so alles dabei rumkommt. Und ansonsten, wie gesagt, sehen wir uns spätestens am Dienstag wieder und ja, bis dahin können dann auch die Wünsche geäußert werden und ja, was wir dann so alles fahren und mit was und weshalb und warum und was auch immer. Werde ich hier dann bei Gelegenheit eine Umfrage vielleicht. Was Innocenz? Was? Falls jemand Russisch kann, kann er mir das gern kurz übersetzen. So, die Linie 180 ist das. Was ist denn das? Passen die alle in den Citaro-Ö da rein? Oh, nächste Haltestelle. Du bist jetzt alleine im Bus. Na toll. Strehldorf. Strehldorf, das ist unseres, ja. Strehldorf, genau. Die Dorfmühle. Hi, Bestzocker. Thank you.
sind wir schon an der Dorfmühle. Jetzt werden wir dann noch mal kurz gucken, ob wir eine Mühle entdecken oder ob das nur so heißt. Mühle, Mühle, ich will eine Mühle. Nein, da ist die Karte zu Ende. Oh, da ist ja unser Tunnel. Okay. Ach, ach, da ist die Mühle. Sehr toll. Nun gut. Ja. Eine hübsche Mühle haben wir gesehen. Ich glaube, die gibt es auch in Tetau nicht. Ja. So. Okay, dann würde ich sagen, kurze Pause und wir sehen uns dann in Rohrau. Sobald Omsi sich dazu entschlossen hat. Mit dem Zitaro-Ü. So, Pause. So, springen wir hier mal wieder kurz rum und dann geht's auch schon gleich weiter. Ja, ich fahre mit der Maus. Für ein Lenkrad hat es bislang leider noch nicht gereicht. Da ich mir dann doch ganz gerne was Vernünftiges holen würde, aber wie wir alle wissen, ist das alles recht teuer von Logitech und Konsorten. Aber auch eine Maus ist ja nicht zu verachten, wenn man damit umgehen kann. So, und derweil warten wir auf Omsi und gucken mal, ob sie überhaupt etwas lädt. Und ein Lebenszeichen von sich gibt. Ja, scheint so. Gut, dann trinke ich noch einen kurzen Schluck und wir sehen uns dann gleich, sobald Omsi fertig geladen hat. Wieder.
Also irgendwas scheint Omsig gerade eben gegen den Citaro Ü zu haben, also. Ja. Hm. Was hat man denn? Ansonsten gibt's vom Facelift, der hatte doch auch, oder? Sonst müssten wir dann nochmal mit dem Facelift vorlieb nehmen, denn ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich da nur den unsichtbaren Citaro Ü sehe. Oder so. Ja. Könnte es damit zusammenhängen, dass bei Morphe gab es doch erst ein Update, nicht? Meine ich, irgendwie so. Wo haben wir es denn? Citaro. Meine Güte, die Citaro-Liste ist endlos lang. Zwei Türen, links da. OM hast du nicht gesehen. So, wen haben wir denn da alles? OM, EEV, was ist alles unterschiedlich? Weiß es nicht. Okay, Betriebshof Rohrau, das stimmt ja sowieso und ja, nehmen wir halt den. Citaro ist Citaro. So. Ja, Ecolife haben wir. Auch wenn es leider nicht der Ü wird, aber da muss ich mal kurz im Forum dann morgen gucken. Kann sein, dass das letzte Morphe-Update den zerschossen hat. Vermute ich jetzt einfach mal so einfach ja, aus Instinkt. So, während der Bus noch lädt, ja, machen wir uns kurz Gedanken. So, da haben wir das feine Stück. Mit dem Ecolife-Getriebe, so, genau. Wie gewünscht und natürlich Route 180, wo muss ich denn eigentlich hin? Müsste ich eigentlich irgendwo im Kreis erst fahren, oder wie war das? 77? Ah ne, okay. Danke, danke Kritian. So. Das freut mich, da kann ich das Ding dann klein mit einbauen. Die Mainzer Kasse, die ja, hat was. Ist ein sehr feines Ding. So, 180, 00. Müssen wir noch ein bisschen einen Fahrplan dazu finden. Ruhrraum Mitte. Alter Bahnhof. Was ist das? Halbe Stunde. Na, fahren wir bis Heidhausen. Gönnen wir uns den Spaß. So, Kirchdorf. Wo waren wir da? Heidhausen. So, hier draußen stimmt es auch. Okay. Trotzdem täte mich interessieren, ja, wieso es den Citaro zerschossen hat. Aber ja. Gucken wir morgen in aller Ruhe. Und lesen mal das Forum.
Hallo. Ein Fahrschein bitte. Den Citaro Ü hat es mir leider zerschossen momentan irgendwie. Also ja. Ich vermute, dass es mit dem letzten Morphe-Update irgendwie zusammenhängen könnte, aber ich muss dann morgen erstmal selber im Forum lesen. Die haben mir zu viel Rückgeld draufgegeben. Ja, ich weiß. So. Einmal normal, bitte. Also zerschossen in dem Sinne, dass man einfach nur den Fahrer in der Luft sitzen sieht, ohne Bus, ohne dass man reingehen könnte, ohne dass man irgendwas sieht und mitkriegt. Und, ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. So. Ich habe von Ihnen zu wenig Rückgeld erhalten. Mensch, überfordere mich nicht, Frau. 30, 20, ja. Hallo. Hallihallo, Hallöle. Was war denn das? Hallihallo, Hallöle. Hi. Ach. Sag mal, du in Braun hast du ja gerade Hi gesagt? Das kann ja. Wie gesagt, Christian, irgendwie hat es mir den Citaro Ü zerschossen. Ich weiß auch nicht warum. Ich gehe dem Ganzen morgen in Ruhe nach. Also, das, ja. Jetzt live rauszufinden, was da genau nicht funktioniert, ist, denke ich mal, nicht unbedingt im Sinne aller Zuschauer. Wenn ich da erst ewig rumsuche. Ja, ich meine den Ü, den es mit Deutschland von deutscher Ausführung und holländischer Ausführung gab oder gibt. Weiß nicht, ob es da auch noch einen anderen gibt. Das wäre mir dann wieder neu. Also frag mich, von wem der war. Ich weiß das nicht mehr. Das ist jetzt auch schon ja ein Jahr alt, dass es den gibt. Wie gesagt, und den gab es in dieser holländischen Variante, wo du da links hier die Türknöpfe hast. Und halt in der deutschen. Und das ist der, den ich drauf habe. Also ich weiß nicht, ob es da noch einen extra Bus gibt davon. Das kann natürlich auch sein. Ja, das Hallöle, das klang irgendwie etwas schräg. Es verängstigt mich. Nova fährt hier Eisenbahn. Ja, klau uns die ganze Kundschaft, warum auch nicht. Kommt her, Leute, kommt her, es ist viel schöner. Es ist ein viel schönerer Bus. Der ist auch nicht so stickig wie bei ihm da vorne, ja. Kommt, kommt, kommt. Put, put, put. Feine Fahrgäste. Das ist aber kalt hier im Bus. Ja, du mich auch. Kalt. Ein Ticket für ein paar Stationen, bitte. Du meinst bestimmt eine Tageskarte, hä? Für ein paar Stationen? Dankeschön. Ein Lärm, ein Lärm. Oh, wollen die auch noch mit? Okay, das. Hallo, hallo. Mit Fake-Lift, den habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Dann müsste ich mir den Server erstmal besorgen. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Sachen. Also ziemlich alles, was es irgendwie in OMSI gab oder gibt, aber ja, nicht alles. Nächster Halt, Rathaus, Kreisverwaltung. So. Wir müssen rechts, genau. Nach roter Ampel, niemand fährt. Ist das lustig.
Wie im wahren Leben. Alle Seiten haben rot und keiner fährt. Geschweige denn kein Fußgängerampel ist ja auch nicht, oder? Nee. Oh, zwei Gönnis. Uiuiui. Zwei Gönnis. Na? Was darf's denn sein? Hallo. Gar nicht. Eine stinknormale Fahrkarte, bitte. Eine stinknormale Fahrkarte, natürlich. Zwei und diesen da. Hallo. Eine normale Fahrkarte, bitte. Fünf und. Dankeschön. 30 Fänge. Ja, hallo, Kinder. So weit eigentlich immer raus ist, habe ich aber gar nicht drauf gepasst. Okay. Gar nicht drauf geachtet. Aber auch Hora ist eine schöne Karte, das muss man schon sagen. Also, wenn ich mir überlege, das Ding ist ja auch schon bald. Ja. Der hört ja auf jeden Fall. Ja, das ist ja unglaublich. Da hat seinen Führerschein gewonnen. Klappe, Gönni. Die Karte ist ja auch schon recht alt. Eigentlich hatte ich gesagt, dass Hora jetzt unsere letzte Fahrt für heute ist. Aber ich kann dir, wenn, ja, wir könnten das einplanen für Dienstag, dass wir da, ja, Oberstedt fahren. Dass wir dann, ja, uns Dienstag voll und ganz erstmal Oberstedt zuwenden und, ja, das Fest ins Programm schreiben, sagen wir es mal so. Und bis dahin werde ich dann wahrscheinlich dann auch den Zitaroöl gefunden haben von den Dings. Denn du meinst, Omsi finally. Hoffe ich mal. So, du kriegst zurück. 50. 10, wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Nein. Ja, warte. Entschuldigen Sie. Nerv nicht, Kind. Sie haben mir zu viel Rückhalte Rückhalte aufgegeben. Immer diese Umstellung, ja. Hallo, hallo. Schon wieder los. Hallo. Hallo. Mensch, warum kommt ihr nicht gleich zur ersten Tür rein, wenn ihr da an den Locher wollt? Mein Gott. Was wäre denn daran so viel verlangt? Wie gesagt, wir können es für Dienstag einplanen und ja. Das in jedem Fall, das kann ich dann auch schon versprechen. So. Ach stimmt, hier war der Bahnhof. Da geht es links hinein. Wunderbar. Schielen wir mal auf die Ampel. Ja, nur wir haben schon wieder 2 Minuten Verspätung.
Bringen wir uns mal auf der Lernstraße hindurch. Der Bahnhof sieht auch geil aus. So, 80 links. Hallo, hey. Macht schnell, wir haben keine Zeit. Hallo. Hi. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Eine normale Fahrkarte, ja. Das. Diesen da und da. Macht hin, wir haben nicht so ewig Zeit, mein Gott. Einmal nach Hause bitte. Achso, also ja, für 2,70. Ist schon klar. Wirst schon ankommen. Einmal Kurzstrecke bitte. Günni, eine Kurzstrecke auf einmal. Größer hat er es auch mal wieder nicht gehabt. Danke. So, kam da was? Nee. Mein Gefühl sagt mir, genau da waren wir gerade eben. Rote Schrift, was meinst du dazu? Genau. Nächster Halt, Bahnhofstraße. Aber unser kleiner Bus hier, der wird doch ziemlich voll, habe ich so das Gefühl. Oh, ja. Hallo. Einmal nach Hause bitte. Achso, ja, also für 2,70 bitte. Ah, das. Danke. Ein Wunder, dass sie alle noch da reinpassen. Wobei man sich ja, wenn man mal Bilder aus der Tokio oder U-Bahn zum Beispiel gesehen hat, überhaupt aus Asien, doch wundern muss, wie viele Leute in so eine kleine U-Bahn reinpassen können, wenn man das denn nur will. Und wie wenig man sich dort daran stört, in so einer vollkommen überfüllten U-Bahn drin zu stecken. Kommt herein, macht hin, wir haben keine Zeit. Sag mal, Gislene, du klingst aber auch nicht ganz gesund heute, ja? Das klingt ja schon kurz vor Sterben, ja. Hallo, guten Tag. Na, geh zu. Rheinhausener Straße. Die Karte, die still und heimlich eine Bezahlkarte werden soll. Beziehungsweise wurde. Und die ich leider in ihrer Ohrversion nie zum Laufen bekommen habe bei mir. Also, ja. Doch wenn es da immer hieß, ja, da diese eine Linie, was war es, Linie 30 oder was, rauslöschen sollte, die Probleme wohl beheben, aber ja, wirklich geladen hat es die Karte bei mir trotzdem nie. Habe immer nur den weißen Himmel gesehen. Komm schon herein, ja. Eine stinknormale Fahrkarte, bitte. Zwei und tschüss. So.
Hallo, was soll denn diese Spiegeleinstellung eigentlich? Gucke ich in den Spiegel und schiel mir auf die Kasse. Nächster Halt, Römerberger Weg. Hallo Günni, hallo Gislinde, hallo Frau, hallo Kind, hallo Mann. Einen normalen Fahrschein bitte. Kind will eine Fahrkarte. Juhu, 30 Mal. Noch größere Säulen auch nicht gehabt, ja. Dankeschön. Ja. Dann mal fix weiterhören. Vielleicht bekommen wir ja sogar unsere Verspätung weg. Nächster Halt, Spitzerberger Straße. Ja, da war ein Bordstein. Hab ich gemerkt. Noch mehr Gönnis. Hallo. Und noch mehr Gislinde. Eine Kurzstrecke. Und noch mehr Kinder. Eine Kurzstrecke für das Kind. 20, ja. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Du auch noch, Fängt das wieder an. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich voll. Ja. Doch, Günni krallt sich ja den letzten Sitzplatz hinten auf. Im Motor. Wer auch sonst? Nächster Halt, Frankfurter Straße. So, mal sehen, wie viele Hallo. Aussteigen. Hier oben ist dann auch so eine Stelle, wo es gerne mal Mecker reingibt. Darum fahren wir das mal lieber nicht mit Vollgas. Macht Platz für die Dame, ja. Ich glaube, der Solobus ist ja für die Linie wirklich hart an der Grenze. Ja, musst du schon mit was Größerem fahren. Nächster Halt, Naturbad Blauer See.
Und es wollen wieder drei mit, aber ob sie alle reinpassen, wer weiß es. Ich hoffe, ihr kommt im Leben raus. Ja, steigt aus, wenn es euch nicht gefällt. Hallo. Ein normales Ticket, bitte. Ein normales Ticket. 5 hatten wir gesagt, okay. Danke. Ja. Okay. Die Braune hat nicht mehr ganz reingepasst. Günni sitzt immer noch da hinten am Motor. Ja. Und die arme Gislinde muss mitten im Gang stehen, weil Günni sie nicht sitzen lässt. Und ihr nicht etwa seinen Platz anbietet. Nächster Halt, Heiligenfeld. Ach ja, was für eine schöne rote Ampel. Als ob er das jemals machen würde. Ich glaube, Günni wird uns für alle Zeiten erhalten bleiben. Hallo. 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 Oh, für ein Kind hat es nicht mehr gereicht. Sowas aber auch. Immerhin hat das Kind dann heute die Ausrede, warum es nicht mehr in die Schule kommt. Der Bus war überfüllt. Und Gislinde schleicht über die Straße, guckt nicht etwa, ob ein Bus kommt. Oder überhaupt ein anderes Auto und ein Kind. Ich hoffe, ihr kommt hier drauf. Halt mal vernünftig. Guckt auch nicht, ob da Verkehr kommt. Laufen wir einfach mal los. Und vertrauen auf unsere Schnelligkeit, dass wir es auch wirklich über die Straße schaffen. Und der andere uns rechtzeitig sieht und bremst. So, Gislinde, tritt ein. Hallo. Ja, Günni platzt an seiner eigenen Boshaftigkeit. Nächster Halt, Festplatz. Da fährt ja mein Enkel mit seinem Bobbycar besser als sie. Mecker nicht, Gislinde. Lauf, wenn es dir nicht gefällt. Dein Enkel. Wahrscheinlich schon dein Urenkel, dein Ururenkel, wenn man dich so ansieht. Hey. Hallo. Wollen wir Fahrkarte kaufen? Warum denn nicht, Mensch? Ich hatte schon den Finger am Geldwechsler. Mensch.
Immer dann, wenn man mal gelaunt wird, den Fahrschein zu verkaufen, wollen sie das wieder nicht. Nächster Halt am Freistein. Auch eine hübsche Ecke hier hinten, ja, mit dem See und wieder vielen Bäumen und diesem Berg da. Und dem Vogelgezwitscher. Hallo, ihr Zwillinge. So, was du genuschelt hast, weiß ich nicht, aber die rote Schrift, ja. Dankeschön. Hilft mir hell zu sehen, was du wolltest. Oh, mein Spiegel funktioniert wieder rechts oben. Schön. Was mit der Ampel? Okay, gelb. Sie blinkt noch. Nächster Halt, Dorfstraße. Er kann durch die geschlossene Tür aussteigen. Ich glaube, es fänden sich genug, die ihm dabei helfen täten. Da mittendurch durch die Scheibe auszusteigen. Heidhausen, ja. Es wäre mal interessant zu gucken, wo wir überhaupt sind. Dorfstraße. 29, ja. Haben wir noch gute 11 Minuten. Bis es Zeit ist für Sandmenschen und wir uns dann so langsam aber sicher in die heiligen Kopfkissen verziehen. Nächster Halt, alter Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu Linie 179 und zum Schnellbus. Dieser Bus verkehrt weiter nach Ruhrau-Heidhausen. Hat er fein angesagt, so. Schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, wir kommen hier bescheidene Frage. Naja, du kommst gleich neben draußen und ich helfe dir dabei. Wenn du so weiter meckerst. Hallo Gislinde. Hallo Frau ohne Namen. Ja, etwas Luft im Bus, das ist schon mal. Es leert sich. Immerhin, so, fahren wir da mal weiter. Und hoffen, dass uns die Ampel nicht allzu lange blockiert. Ampel, bitte umschalten. Wir haben doch keine Zeit. Nächster Halt, Waldschenkel. Yes.
fährt ja mein Enkel mit seinem Bobbycar besser als sie. Ja, dann meckert die Gislinde wieder. Dabei fahren wir hier noch nicht mal mit 60 lang, also stellen wir uns mal vor, was denn erst losgeht, wenn wir wirklich mit 60 lang führen, langfahren täten. Ey, das mag man sich nicht ausmalen. Schnell weg hier, bevor der Golf kommt. Alter, ich hätte gern so einen Fahrschein, also mit dem ich nur ganz kurz fahren kann, also nicht den ganzen Tag, sondern nur kurz. Ich glaube, Kurzstrecke heißt das. Nee, Jahreskarte heißt das. Meine Güte. Ich glaube, ich bräuchte ja noch ein Ticket, oder? Ach nee. Dankeschön. Das alleine schon für sein Alter hätte man ihn eigentlich wieder vor die Tür setzen müssen, also, ja. Klingen rollen an und was kommt? Ein Mercedes. Nächster Halt, Grenze Heidhausen. Und wir haben sogar unsere Verspätung weg, also... Was will man mehr? Manfred, du strichst euch Kamel gleich. Ja, er hat es schon geschafft, die Freundschaft von vielen, vielen Leuten zu gewinnen. Aber was wäre um sie ohne ihn? Nicht viel. Die Ampel ist rot. Was für eine Not, wir müssen anhalten. Ja, und es versammelt sich schon ein ziemlicher Pulk da rings um die Tür. Da dürfte der Bus sich wohl gleich ziemlich leeren. Auf den letzten Metern. Wie viele hier den Weg nach draußen finden? 1, 2, 3, 4, 5. Na, doch nicht so viel. Ich glaube, ich war eindeutig zu gut. Das sollte man mal ändern, dass wir den Bus wieder leer kriegen. Ja. Nächster Halt, Heidhauser Platz. Ja, Golf, fahr ruhig, ohne zu gucken, ob da was kommt.
Hast zwar keine Vorfahrt, aber hey. Hallo, hässliches Duodess. Aber jetzt steigen doch einige aus, ja. Ja, das Schlimme ist nur, wenn er dir dann reinrauscht, bist du ja trotzdem schuld. Du hast ja das Problem mit deinem Bus und mit den Leuten. Das ist schön an ETS, da kriegt man wenigstens nicht das Problem, wenn man selber das Ganze nicht verursacht hat. Zahlt die KI. So. Hallo. Komm herein. Einmal Kurzstrecke, bitte. Eine Kurzstrecke, natürlich. Haben wir noch übrig. So, 30. Zurück. Jetzt ist nicht mehr allzu viel los, ja. Die Reihen lichten sich. Na, Kiesländer schleicht über die Straße. Nächster Halt, Heidhausen Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 169, 179, zum Schnellbus sowie zu den S-Bahn-Linien S6 und S9. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Da links die wunderbare Springbrunnen-Eisskulptur, irgendwas, ja. Immer wieder ein Blickfang. So, ich halte mal hier vorne. Raus mit euch. Los, tschüss. Auf Wiedersehen. So, haben wir noch. Schönes Abschiedsbildchen hier. Und dann gucken wir nochmal kurz, wie spät es ist. Ach, 11:30, das passt. Dann würde ich sagen, ja. Sehen wir uns auf jeden Fall spätestens am Dienstag wieder und ja. Dann auf jeden Fall in Oberstedt. Und ja, ich organisiere mir bis dahin, gucke ich mal, dass ich mir diesen Citaro Überland dann noch organisiere. Und ja, lassen wir uns überraschen. Und freuen uns auf alles, was uns dann wieder erwartet. Und ansonsten, ja, allen, die es bis hierher geschafft haben, noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Und ja, macht keinen Unsinn. Bis zum nächsten Mal, dann ciao.